Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung der 6. Etappe vom Kriterium du Dauphiné 2021. Die Etappe von heute bestand aus 167 Kilometern zwischen Lorient-sur-Dôme und Les Appeys-en-Chartreuse. Die ersten 100 Kilometer der Etappe waren flach und dann in den letzten 30 Kilometern gab es noch 4 Anstiege der zweiten Kategorie und dann auch noch 2 Anstiege der dritten Kategorie. Zum Auftakt der entscheidenden Phase der Tour-Generalprobe dauerte es bei Rückenwind und hohem Tempo von rund 50 Stundenkilometer, rund 45 Kilometer, bis sich auf flachem Terrain insgesamt 14 Fahrer aus dem Feld lösen konnten. Verantwortlich dafür war Olympiasieger Greg van Avermaet, dessen Attacke sich noch Holmes, Lawson Craddock, Olivier Legarde, Anthony Perez, Omar Goldstein, Laurent Bichon, Sven-Erik Bistrom, Josef Czerny, Julien Bernard, Barnabas Pieck, Frank Bonamore, Jan Pakelands sowie der junge Deutsche Martin Simon anschlossen. Im Feld übernahm Bora Hansgrohe zunächst die Tempoarbeit und gestattete den Ausreißern knapp 3 Minuten Vorsprung zu. Nachdem sich Holmes im ersten Anstieg des Tages die Maximalpunktzahl holte, fiel die Spitzengruppe im Col de Bord der 7,4 Kilometer langen und 6,8% steilen Hauptschwierigkeit des Tages infolge einer Attacke von Bernard auseinander. Im Feld schraubte Jumbo-Visma rund 30 Kilometer vor dem Ziel zunächst vor allem in Gestalt von Toni Martin das Tempo hoch, sodass immer mehr Fahrer den Anschluss verloren und der Rückstand auf die Spitze auf rund 1 Minute schrumpfte. Im oberen Teil des Col de Bord ging Astana Premiatech im Peloton in die Offensive, der 2,5 Kilometer vor dem Gipfel auch das gelbe Trikot nach großem Kampf zum Opfer fiel. Parallel dazu attackierte Craddock seinen letzten Begleitern 1,5 Kilometer unterhalb der Bergwertung, die er rund 30 Sekunden vor den nächsten Verfolgern erreichte und wo sich Holmes als Zweiter weitere 3 Punkte holte. Das mittlerweile von Movistar angeführte Feld folgte rund 2 Minuten später. In der Abfahrt schüttelten Bakelands und Bernard dann aber Holmes ab und machten sich auf die Verfolgung von Craddock, dessen Vorsprung auf das Peloton im vorletzten Anstieg des Tages allerdings nur noch 30 Sekunden betrug. 8 Kilometer vor dem Ziel sammelte das von Movistar angeführte Feld zunächst Bernard und Bakelands ein. Craddock erreichte die vorletzte Bergwertung noch knapp vor den Jägern, doch gut 3 Kilometer vor dem Ziel wurde der 29-jährige US-Amerikaner eingefangen. Luis Menges eröffnete das Finale, indem Ineos Grenadiers im geschrumpften Feld den Ton angab und durch Gegenhalt eine Attacke von David Gaudu konterte. Auf den letzten 1500 Metern bereitete Movistar-Neuzugang Miguel Ángel López seinem Kapitän Valverde den Bergaufsprint vor. Den eröffnete zwar 300 Meter vor dem Ziel Gegenhardt, doch Valverde zog noch am Giro-Sieger 2020 vorbei und sicherte sich souverän seinen zweiten Saisonsieg. Und hier sehen wir die Top 10 der Etappe. Erster wurde Alejandro Valverde, zweiter Tao Gegenhardt, dritter Patrick Konrad, auch heute Bora Hansgrohe eine sehr gute Leistung, da vierter auch noch Wilco Keldermann wurde, fünfter Enric Mas, sechster Sepp Kuss, siebter Alexei Lutsenko, achter Jack Hatch, neunter Ben Hermanns und zehnter Steven Greifswald. Und hier sehen wir die Gesamtwertung. Alexei Lutsenko ist jetzt der neue Leader. Zweiter ist sein Teamkollege John Izagirre mit 8 Sekunden Rückstand. Dritter Wilco Keldermann mit 12. Vierter Geraint Thomas mit 13. Fünfter Van Wilder auch mit 13. Sechster Richie Porte mit 15. Siebter Patrick Konrad mit 27. Achter Jack Hatch mit 34. Neunter Steven Greifswald mit 39 und zehnter Miguel Ángel López mit 42 Sekunden Rückstand. Und hier sehen wir das Profil der Etappe von morgen, die 7. Etappe mit 2 Anstiegen der Horse-Kategorie und in einem dieser beiden Anstiege endet auch die Etappe. Der La Plagne ist 17,1 Kilometer lang und 7,5% durchschnittlich steil.
Und hier sehen wir die Etappe vom Sonntag, die 8. Etappe mit mehreren Anstiegen der 2. Kategorie, 1. Kategorie, 3. und 4. Kategorie. Und dann noch 11 Kilometer vor dem Ziel gibt es einen Anstieg der Horst-Kategorie, der 11,6 Kilometer lang ist und 8,5% steil. Und so, das war's jetzt mit der Zusammenfassung. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und wir sehen uns morgen mit der Zusammenfassung der 7. Etappe. Mach's gut!